Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen bösartigen Folge Daymare 1998. Ja, letzte Folge haben wir einiges Krasses zum Schluss hin gesehen, ja. Also, was da wirklich passiert ist, das war. Boah, ja. Das war nicht ohne. Okay, Sam hat jetzt dieses Teil an seinem Arm. Dann haben wir jetzt bestimmt auch das mit dem Inventar und so bei ihm. Ja. Und wir haben auch eine Pistole jetzt mit ihm. Okay, das gefällt mir auf jeden Fall. Ja. Wir laden da auch direkt mal die Schrotflinte nach. Und Sam will ja auf jeden Fall Rache wegen seiner Frau. Wie wir ja wissen. So, wir sollen in das Krankenhaus. Bevor wir da reingehen, möchte ich nochmal kurz dahinter schauen. Vielleicht haben wir ja hier hinten noch irgendwo etwas auf dem Parkplatz. Man weiß ja nie. So, hier haben wir Anweisungen. Okay, die haben die ganzen Infizierten hier verbrannt. Zumindest waren das die Anweisungen. Ja, und ansonsten ist hier nichts mehr. Und kann das sein, die Schrotflinte passen nur drei Kugeln? Jetzt haben wir vier drin. Ah, beim Lenken. Ach, und Nachladen tun wir direkt das Vollmachen. Ah, okay. Bei der Schrotflinte ist das so. Einmal leicht drücken die Nachladetaste, nur eine Kugel rein, gedrückt halten. Tust du komplett durchladen? Okay, dann weiß ich Bescheid. Bei den anderen Magazinen für die Pistolen und so ist es ja ein bisschen anders hier. Und jetzt geht es hier in dieses Krankenhaus hinein. Mal sehen, ob wir diesen Typen auch heute hier wieder sehen in dieser Folge. Der ist wahrscheinlich nämlich auch hier irgendwo. Dieser ganz starke Typ, der leicht mutiert ist. Wow! Nein! Ah, oh, sie hat uns gekriegt. Ich bin gerade noch ganz schnell nach hinten gegangen. Das kam leider sehr, sehr unerwartet, dass sie dort bei der Seite so steht. Oh. Ah, das muss man ja lassen. Sie ist eine sexy Krankenschwester. Selbst als Zombie ist sie noch sexy. So. Okay, wir gehen langsam geradeaus. Finde Beweise, dass der Mörder in der Nähe ist. Okay. Beweise finden. Hier drin sind auf jeden Fall Infizierte. Der Fahrstuhl ist zu. Hier hinten geht es lang. Dort höre ich auch einen Gegner schon. Hier kommen wir auch entlang. Wow, was ist das? Und was geht denn jetzt hier ab? Hilfe. Und was war das eben für ein lautes Geräusch? Das hat sich echt nicht sehr gut angehört. Komm schon. So. Gut, und die hätten wir uns damit gekümmert jetzt erstmal. Einmal Pistole durchladen. Apropos Pistole, kurz was schauen. Das sind die Schrotpatronen, okay. Ja, Pistolenmunition haben wir noch nicht gefunden, so bis jetzt. Ich meine, wir haben ja auch erst die Pistole jetzt ganz frisch hier. Oh. Nicht aufstehen, Kollege. Okay. Moment. Ganz leise höre ich ja was. Ich glaube, das kommt von dem Fernseher aber nur.
Wir müssen dann, denke ich mal, auf jeden Fall die Treppe runtergehen, wo eben irgendwelche lauten Geräusche kamen. So, hier haben wir noch etwas. Ein Energieriegel. Ja, den nimmt man doch gerne. Den nimmt man doch sehr gerne. So, dann können wir jetzt dort runter gehen. Halt, nein, hier geht's auch noch mal lang. Okay, ich merke jetzt schon, wir haben hier viele Wegmöglichkeiten hier in diesem Krankenhaus. Naja, ich meine, ein Krankenhaus ist ja auch groß. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel, um reinzukommen. Da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dort drin vielleicht Beweise sind, dort an dem PC, der dort gerade an ist. Hier haben wir aber auch noch mal eine Tür. Hier kommen wir rein, okay. Du bleibst liegen. Verstanden. Personalausweis des Krankenhauses. Auf der Rückseite steht ein persönlicher Code. Die Nummer lautet 667. 667. Moment, ich gehe noch mal hier hin. Dieses 667-Code-Ding, das brauchen wir doch 100 pro für irgendwas hier. So, wir gehen dann mal hier runter. So, weg mit dir, Fräulein. Tut mir leid, dass ich das tun muss. So. Da hinten kommt einer. Wir warten, bis er nah genug dran ist. Feuer. Und das Krankenhaus, muss ich sagen, hat eine absolute Horroratmosphäre. Ich fühle mich hier unwohl rumzulaufen. Sehr beklemmt, sagen wir mal so. Weil es zu dunkel ist, es gibt viele Wege und so weiter. Deswegen tut mir leid, wenn ich etwas gerade still bin, sehr still bin. Ich bin gerade leicht in einem kleinen Angstmodus. Vor allem, weil wir halt auch noch dazu diesen lauten Schrei vorhin gehört hatten von irgendetwas. Weil ich glaube, das war kein normaler Zombie. So. Halt hier hinten. Liegt dort was drauf? Nein. Ich dachte gerade, dort liegt irgendetwas drauf. Hier können wir ansonsten nichts mehr mitnehmen oder so. Schade. Wäre gut, wenn wir wieder mal Munition finden würden. Ah, kaum mal wenig, das haben wir auch wieder welche. Sehr gut. So, es geht jetzt hier rein. Wer weiß, was da drin ist. Weil es ladet auch. Ja. Ich ahne, das ist vielleicht das drin, was wir vorhin gehört haben. Mit den lauten Geräuschen. Oh. Oh, was passiert hier? Ich will noch hier durch. So. Hier können wir auf jeden Fall auch durch. Moment, ein elektrisches Schloss. Ich brauche ein Überbrückungskabel. Ah, okay. Da müssen wir hier einen Kabel für auftreiben. Ich dachte gerade, vielleicht an der Tür muss dieser Code rein, den wir vorhin entdeckt hatten. Who said that? Stay where you are. Don't move. What the? Look for the intercom. On your left. My name's Atherton. Dr. Atherton. I'm the chief surgeon here at Sacred Heart. My men and I have shut ourselves in the ICU. Quite possibly the last safe refuge in this hospital. Maybe the whole town. What? How can that be? What the fuck is going on here?
Listen, Doc. I'm looking for someone. A real nasty son of a bitch who got here shortly before I did. Oh, la la. You must be alluding to my latest patient. Latest patient? That's right. A real nasty son of a bitch, indeed. He was the one who crudely dissected those security guards you've undoubtedly stumbled across. But alas, I managed to sedate him and now he's tucked away, as snug as a bug in a rug, under my complete control. Nobody will meddle in this hospital's affairs. Nobody but me. Doc, open this goddamn door right now. That bastard's got an outstanding account with me, and I came to collect— No, I'm afraid not. You simply don't have the authority to make that decision. As you can see from what's left of my staff, I too have an account to settle with this man. Now you listen to me. I ain't gonna tell you again. Open the goddamn door! However, settling accounts seems to be your niche. So maybe we can reach some kind of understanding. What are you getting at? How should I explain it? Yes. As a result of this precarious and unpredictable situation, some matters of the utmost importance remain pending. As you can glean from the carnage out there, I can no longer rely on security due to your friend's sudden appearance. So I need you to handle it instead. Man, you are one insane motherfucker. Insane or not, I have something you want. What you must do, sir, is go to the west wing of the hospital. Room 10, to be exact. What should I do once I get there? Don't be so rash, Mr. Walker. Walker? Oh, how appropriate to the situation at hand. Getting there alive will be a big accomplishment in itself, Mr. Walker. Now you'd better skedaddle. I am not a particularly patient man, and my offer may be prone to expire. You can contact me using the intercom when you... better yet, if you make it there. By the way, that technological marvel that beautifully decorates your delicate wrist, the one you clearly stole, will be very useful. Very useful indeed. Feel free to buzz me on channel 27. I'll give you more details then. Godspeed. All right. I'll do it. Fucking fruitcake. Okay, wir helfen ihm dann jetzt. Gut, einmal hier diese Überbrückungskabel nehmen. Einmal auch noch hier umsehen. Ach du Schreck, wie viele Wege haben wir denn hier? Das ist ja wirklich mittlerweile hier nicht mehr normal. So viele Wegmöglichkeiten haben wir hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, an manchen Stellen ist mir das Krankenhaus ein wenig zu groß. Guten Tag. Du bleibst so drüben. Okay. So, wir gehen erstmal hier entlang kurz. Oh nein. Oh nein, oh nein, nein, nein. Wir sehen schon wieder Dinge vor uns. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nochmal kurz zurück, denn dort hinten könnten wir in diesen einen Raum räumen mit diesem Überbrückungskabel. Das Problem ist, ich muss es dann bloß auf Anhieb schaffen. Hoffen wir mal, dass ich es schaffe. Jawohl. Es war erfolgreich. Wir sind hier drin. So. Ein Zusatzstoff, okay. Können wir sonst noch irgendwas hier öffnen? Ah, hier oben, Munition. Spezialkugeln für die Schrotflinte. Okay, die Schrotflinte ist schon so stark. Jetzt haben wir nochmal Spezialkugeln für die hier. Ja, die meisterhafte Schrotflinte.
Ja, und die Frage ist halt jetzt auch, welchen Weg werden wir hier nehmen? Da wir hier mehrere Möglichkeiten haben. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Weil ich möchte mich eigentlich, muss ich an der Stelle ehrlich sagen, überall mal umschauen. Wir schauen mal ganz kurz was nach. Wir haben ja hier eine Karte. Soweit ich weiß. Halt, kann ich hier was kombinieren? Ja, hier. So, jawohl. Hier haben wir eine Karte. Ja. Jetzt zeigt es uns leider gerade nicht sehr, sehr viel an. Nicht sehr, sehr viel. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal hier durch, wo wir eben hier diese Vorstellungen hatten wieder. Diese Halluzinationen. Oh, bleib liegen. Wo? Nein! Ah, oh, du Verrückte! Lass mich doch gehen! So, weg mit dir. So, und ich muss auch mal eben was lesen. Aufputschmittel ist das hier. Kann ich das damit kombinieren? Nein. Halt, Moment. Pistolenmunition haben wir ja auch wieder. So, jetzt ist die Pistole auch erstmal hier wieder im vollen Einsatz, sehe ich gerade. Sehr gut, da muss ich nämlich nicht die ganze Zeit nur die Schrotflinte nutzen. So, zack. Auch wenn die Schrotflinte natürlich echt eine schöne, starke Wumme ist. Also mit der muss ich ganz klar sagen, nicht gerne unterwegs. Hallo. Eine kleine Dame. Hier geht's wieder wo rein. Also ich muss ganz klar sagen, wenn wir hier aus dem Krankenhaus wieder rauskommen, bin ich froh. Ich bin kein sehr, sehr großer Fan von dem. Wir haben einen Weg nach geradeaus und einen nach rechts. Wir gehen erstmal geradeaus. Hier steht keiner. Haben wir sonst noch irgendetwas drin? Halt, da liegt was auf dem Stuhl. Ah, das sind nur ein paar Spielkarten. Diesen Bereich hier, den wir hier draußen sehen, den hatten wir ja eben kurz gesehen, diese eine Videosequenz, wo der gesagt hatte, ja, geht dorthin. Der Typ. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg hier. Würde ich an der Stelle einfach mal so behaupten. Wir sind, glaube ich, auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Die Tür ist versperrt mit einer dicken Kette. Ich brauche ein Werkzeug. Okay. Dann mal hier lang. Hier haben wir eine Blutspur, die führt hier rein. Oh, die Tür dort ist offen. Oh, ich habe Angst. So, da! Bleib liegen. Bleib liegen! Gute Dame. So, das nehmen wir einmal mit. Hier haben wir auch noch etwas. Eine Kassette. Ein Audioprotokoll. Das hören wir uns mal ganz kurz an. Moment. Hier macht man das. Escape the Herbis of our astounding progress. The company, the government,
decades of malevolent work. And my God, I helped them. And now, it's time to pay for our sins. Christ, what have we unleashed? Was haben wir nur getan? Okay. Also eins ist sicher. So, wie sieht das alles dafür an? Alles hier so anhört, die sind auf jeden Fall daran schuld anscheinend, an dem ganzen Virus. So hört sich das für mich an. What? Und wir haben Magnum-Munition? What? Also kann man wohl irgendwo hier einen Magnum finden, schätze ich mal. So sieht es nämlich anscheinend aus. Aber wo? Naja, ich meine, wir hatten ja hier viele Wege jetzt. Vielleicht findet man hier irgendwo bei einem der Wege eine Magnum. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter geradeaus. Bleib liegen. So, die Tür hier nochmal abchecken. Hier kommt man nicht durch, nur hier kommt man noch rein. Pistole in die Hand. Sam here. Can you hear me, Doc? I'm in room 10. Mr. Mooker, what a pleasure to hear from you. Glad to know that you're still a fine specimen of good health. I can't imagine what you went through was easy. But the next step should be much easier. What am I supposed to do exactly? I don't see anything. Not to worry, Mr. Walker. You're in the right place. Although you can't see it, there's a special door in that room. Now approach the wall directly across from you with your DID. Die Mauer hier? Moment. Das tutet immer mehr. Noch näher. Was? Geheimräume. Okay. Dort, wo es piept, drückt man X. As you can see, thanks to that extraordinary device on your arm, you can access hidden rooms filled with the most highly classified materials. Now let's move on, shall we? In that room, around there somewhere, is the body of one of my men. A cleaner who decided to make a unilateral decision. What you must do is cut his right wrist and retrieve a small microchip implanted beneath the epidermis. A clean and simple procedure, wouldn't you agree? Now what the fuck else has to happen? Hidden doors? Implants with damn chips? Mr. Walker, I want you to listen very carefully. There are many forces at play which, unlike myself, you just aren't privy to. All you must do is do exactly as you're told, no matter how unsettling nor utterly unpleasant it may seem. Now hurry up and bring me that chip. Over and out. Over and out. Okay. Den Chip also ihm bringen. So, ich möchte davor mal schauen, kann ich hier was kombinieren? Ja. Kann ich, sehr, sehr gut. So. Jetzt habe ich nämlich auch wieder ein bisschen Platz. Und hier einmal das. Was habe ich denn hier? Was? Terminal. Das Lagersystem wird verwendet, um alle zusätzlichen Ressourcen, die ein Agent nicht nur auf einer Mission tragen kann, sicher aufzufahren. Du kannst sie dir dank der unterirdischen Verbindung zwischen den Hexacore-Anlagen bei jedem Terminal in der Stadt zurückholen. Äh.
mir leid, Spiel, aber irgendwie stelle ich mich gerade ein bisschen hier blöd an. Ach nein, das ist ja erstmal der. So wie das gemacht wird hier. Okay, man kann Daten aussammeln, das Handelssystem. Hier ist das, was ich dabei habe, und hier kann ich dann Zeug drüben lagern. Okay. Dann lass uns mal eine von diesen Spritzen hier lagern. So, zack. Und die Magnum-Munition. Und vielleicht noch einmal Heilung lagern. So. Okay, wir sollen jetzt zum Doktor zurückkehren. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen was hier eingelagert. Und jetzt heißt es zurück. Gut, das hätten wir geschafft. Ja, auf jeden Fall coole Möglichkeit so mit dem Lagern. Ich hatte ja auch schon mal vor, glaube ich, einer oder zwei Folgen gesagt. Ich würde mir gerne was wünschen irgendwie, dass man halt auch ein bisschen was lagern kann hier in dem Spiel. Oder halt mehr Slots bekommen kann, irgendwie mitnehmen und so. Und ja, jetzt haben wir die Möglichkeit. Das finde ich auf jeden Fall echt nicht schlecht. So, wir müssen jetzt gerade ganz schnell hier zurück machen. So, hier durch die Tür. Und dann sollten wir eigentlich auch schon fast da sein. Aber was ist mit dem anderen Weg, ja, den wir noch haben bei dem Krankenhaus? Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich noch dort erstmal lang gehen soll. Weil ich nicht weiß, ob wir vielleicht für ein anderes Ziel dann dort lang gehen müssen. Ja, kann ja auch sein, dass wir, ja, um ein anderes Ziel dann noch hier zu erreichen, dort auch noch lang müssen. Ja, und unsere Vorstellungen fangen schon wieder an, leider. So, hier hätten wir nämlich dann noch diesen anderen Weg. Oh, satisfactory work, Mr. Walker. Well played. I wasn't quite sure you'd make it. Yeah, thanks for the vote of confidence. Now let me in. What the fuck, man? Listen, I ain't parading around your hospital risking my damn life chopping corpses for you. I see. But didn't you say you came here to collect something from my latest patient? Now that doesn't leave you much of a choice, does it? So let's cut the chatter and get back to the task at hand. First you do something for me, then I do something for you. Doc? I hope for your sake that son of a bitch is really in there. Cause if he ain't, and you're riding me like a donkey, I'm gonna tear you a new one. As tempting as that sounds, I'm afraid you'll just have to trust me, Mr. Walker. Let me assure you, however, that I am a man of my word. Heh. So what in the fuck should I do this time? I want you to take this key. You can use it to access the lower levels of the building. There you'll find a door that looks surprisingly similar to the one your device unlocked. By now you should have a clear idea how it works. Once inside, I'll explain the rest by radio. Have a nice walk, Mr. Walker. Ah, der Typ probiert auf jeden Fall lustig zu sein. Okay, und ich schätze jetzt der andere Weg hier. Danach sieht's nämlich aus. Okay, hier hinten ist ein Zombie. Was haben wir sonst noch für Wege? Schon
schon wieder ein ganz schön großer Komplex hier. What? Ja. Will ich wissen, was das dort vorne war? Ich glaube, ich will es wissen. Hilfe. Da hängt ja ein wenig drin. So. Haben wir hier irgendwelche Vorräte? Aber was haben wir denn hier? Ich glaube, es ist nicht so gut, in das Menü zu gehen. Nein, kurz raus dort. Denn der Typ ist nochmal aufgestanden. Der hängt zwar dort fest, aber ich will ihn lieber wegmachen. Ist, glaube ich, sicherer. So. Wir beeilen uns mal lieber. Nicht, dass hier was auf uns zukommt oder so. Weil hier gerade viele Gänge sind. Wer weiß, ob da jetzt vielleicht... Nein, es ist fehlgeschlagen. Ah, schade. Hier ist auch Feuer. Dort ist ein Zombie, der kommt aber eh nicht hier drüber. Ein tödliches Labyrinth. Okay. So, wow. So. Und ich schätze, wir müssen auf jeden Fall den Aufzug nehmen. Danach sieht es sehr stark aus. Wow. Hilfe. Einer von den Großen. Ich höre da noch was. Ich glaube, hier hinten ist einer. Nein. Bleib liegen. Hallo, ich sagte, bleib liegen. Der war robust. Naja, ich meine, das ist ja auch einer von der spezielleren Art. Nein, der steht nochmal auf. Also diesmal ist der wirklich sehr, sehr robust. Wir hatten so einen zwar schon des Öfteren, aber noch nie haben die so viele Kugeln ausgehalten wie jetzt hier. Aber zumindest waren dafür hier Munitionsvorräte drin. Immerhin etwas. Sagen wir es mal so. So, und hier ist das Feuer. Der hier hat ja etwas liegen bei sich. Munition ist das, okay. Dankeschön. Gut, Leute, dann nehmen wir jetzt den Aufzug als nächstes. Wir machen aber an der Stelle hier Schluss, würde ich sagen. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt doch gerne einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.